Die Woche von Chemiecoach Miro Jagatic konnte sich sehen lassen. Nach dem Sieg in Halberstadt verlängerten gleich drei seiner Schützlinge. Unter anderem bleibt Offensivmann Alex Buri bei den Chemikern. Als i-Tüpfelchen und zu Ehren von Ex-Chemietrainer Gerd Schädlich sollte heute bei Kellerkind Tasmania Berlin der 9. Saisonsieg folgen. Die erste Chance bei stürmischen Böen im Stadion Lichterfelde gehört aber dem Aufsteiger. Gündoğdu mit Superball in die Tiefe auf Bier und der Sucht Brechler. Bellot im Chemietor stört nach 6 Minuten entscheidend, wenn auch nicht ganz schmerzfrei. Eine Minute später meldet sich zum ersten Mal die BSG am Strafraum des Gegners an. Tarek Reinhardt mit dem Abschluss, der 24-Jährige bekommt nach seinem Schuss noch einen mit, steht aber kurz danach wieder. Einfach spielen ist heute schwierig, trotzdem wird auch mal der gepflegte Ball probiert. Mast mit super Anspiel auf Mauer und der ganz abgezockt und frech ins kurze Eck. Chemie führt nach 16 Minuten durch den 24-Jährigen, der zuletzt schon in Halberstadt zum 1-0 für die BSG traf. Mauers dritter Saisontreffer, Kategorie Schlitzohr. Die erste Halbzeit ist insgesamt aber ausgeglichen und kurz vor der Pause kommt nochmal Tasmania. Daniel Kaiser, der Kapitän, macht das gut und haut dann ein richtiges Pfund raus. Bellot und der Pfosten retten Chemie nach 40 Minuten. Klasse Tat vom Schlussmann, der unter der Woche ebenfalls verlängerte. Knappe Führung zur Pause für die Jagatic-Mannen. Alles andere als komfortabel. Die Berliner zwar seit 8 Spielen ohne Sieg, aber heute mindestens mal auf Augenhöhe. Kurz nach Wiederbeginn und wieder ist es Kaiser, der sein Glück aus der zweiten Reihe versucht. Gutes Spiel des Ex-Meuselwitzers. Andere Seite. Mal wieder Chemie. Ein 2:0 würde für Ruhe sorgen und Alex Buri hat den Treffer auf dem Fuß. Sein Schuss rauscht nur knapp am Tor vorbei. Das hätte die Woche des gebürtigen Schkeuditzes natürlich richtig rund gemacht. Schlussphase. Chemie steht kurz vor dem nächsten Auswärtssieg zu 0, aber sie machen den Sack nicht zu. Mast für Zurek, Kotschak im Tasmania-Tor ist da. Zurek kugelt sich dabei noch die Schulter aus, aber die ist wenig später wieder drin. Und der nächste Dreier, der ist im Sack. Chemie bringt es über die Zeit und gewinnt mit 1:0. Es war ein reines Kampfspiel, hat man ja auch gesehen. Mit dem Wind waren es ja nicht die besten Voraussetzungen. Und ja, es ist einfach wichtig, 3 Punkte jetzt mitzunehmen aus Berlin. Und gegen Babelsberg nächste Woche haben wir dann wieder eine gute Voraussetzung. Sie sind einer von den Spielern, die jetzt vor kurzem ihren Vertrag verlängert haben. Was war der Grund? Sehen Sie goldene Zeit mit Chemie oder hat man Ihnen das dreifache Gehalt geboten? Gehalt ist nicht mehr geworden, das kann ich sagen. es macht einfach Spaß. Wie gesagt, mit den Jungs ist cool. Wir sehen eine sportliche Entwicklung. Drumherum im Verein passiert richtig viel. Die Stimmung im Stadion halt wieder hoffentlich bald in einem vollen Stadion zu spielen, ist Lohn genug. Traumstart ins Fußballjahr für Chemie Leipzig. 2 Siege ohne Gegentor in der Fremde und das Dreier-Triple soll am Samstag zu Hause gegen Babelsberg folgen.